Ja, das war die leider sehr unspektakuläre 100. Partie. Es bleibt spannend. Jetzt sind wir schon bei Partie 101. Es geht also weiter. Möchte mich nochmal entschuldigen für den dummen Blunder in Partie 100. Ich habe auch jetzt lange nicht mehr gegen Großmeister gespielt. Man muss erstmal wieder reinkommen. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt wird alles anders. Diesmal könnte es ja sein, dass es die 101. Partie ist, in der alles klappt. Also gehen wir direkt ins Spiel. Hier ist die Herausforderung von Großmeister Jan Gustafsson. So. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Soll ich mal was anderes machen? Nee, komm. Ich muss erst mal. Also ich habe jetzt sicherlich mit diesem Account schon 3000 Partien. Was macht man denn hier? Geht man dahin? Er schlägt. Was ist denn das jetzt? Das hatten wir doch auch schon mal. Ist das Karo Kann? Nee. Mach ich jetzt hier? Wie mache ich denn das jetzt? Mache ich jetzt hier? Er schlägt. Was mache ich dann? Hier nicht zurückschlagen. Oh, wie war das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Jesus Christ, ich hab's schon wieder vergessen, wie es geht. Keine Ahnung. Ich will die Damen nicht so früh in die Mitte stellen. Deshalb lasse ich mich da nicht drauf. Ich könnte natürlich hier machen, er schlägt, ich schlage mit der Dame zurück, aber dann steht die Dame da. Das finde ich nicht geil. Was ist, wenn ich jetzt hier super offensiv, dann schimpft er wieder, weil das ist natürlich nicht das, was ich machen soll, aber es ist so verlockend. Nein, wir machen das nicht. Machen wir sowas. Das ist richtig dumm. Als nächstes kommt der. Wahrscheinlich, oder? Oder der. Jetzt dahin gehe, er schlägt. Mir die Möglichkeit, den raus, er schlägt, ich schlag, er schlägt, ich schlag. Wird er nicht machen, ne? Wenn ich den dahin mache, er schlägt. Ich mach das einfach. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten.
auch hier. Kann schlagen. Er schlägt zurück. Fesselung. Ja, schlägt. Kann ich schlagen? Schlag, Schlag. Geht. Shit. Ah, hat mich reingelegt! Das wollte er genauso! Dann ist jetzt die Dame gedeckt! Ich kotze. Ah, ich kotze. Er kann immer alles sofort bestrafen. Jede Scheißungenauigkeit. Leck mich. Spiele niemals gegen einen Großmeister unter Zeitdruck. Also, wenn er Termine hat. Mein Tipp wäre, spiel gegen Großmeister um 3 Uhr nachts, wenn er besoffen ist. Beendet die Partie. Was auch immer. Das war ja ein Quickie geplant. Daran haben wir uns gehalten. So, wir sind vorher im Zeitplan geblieben. Ja, war wieder die Situation, ne? Gute Züge und dann Springerpech und das war's. Ja, aber da hast du mir noch eine Falle gestellt. Naja, ich mache immer hier Züge, wenn ich was schlagen kann zwischendurch. Ey, das war doch von da. Ey, das hast du doch genau gewusst, dass ich dann meine eigene. Du hast mein Pferd gefesselt, mein Bauer angegriffen und du wusstest genau, wenn ich der Entfesselung entkommen will, dann muss ich, dann blockiere ich die Dame. Das war doch alles geplant von dir. Nee, da mit der Entfesselung hatte ich so nicht gerechnet. Aber sonst stimmt es natürlich. Ich habe versucht, hier die Figur zu wickeln, Druck zu machen. Also, Hafnung habe ich eben ein bisschen erzählt, auf der C4 kann machen, dann habe ich das Problem, dass der Läufer dann hier nach Bauer E6, Bauer D5 potenziell da einen Tritt kriegt. Also im Zweifelsfall dieses Springer F3, Bauer D4 direkt machen und dann später entscheiden, wollen wir den Läufer. Aber das sind Nuancen. Bauer E6, Springer E2 auch hier. Würde ich eher in die Mitte gehen, aber Springer E2 auch okay.
Sprenger raus. Bauer d4 kann man auch machen. Das war doch ganz gut. Sprenger steht. Ja, ja, so war das okay. So, und jetzt hast du doch schon, da hast du doch schon Lunte gerochen hier. Hier habe ich schon ein bisschen Lunte gerochen. Wobei, ich habe nicht mit Läufer d2 gerechnet. Weil, soll nicht auch ganz klingen, also in meinem Kopf sieht solche Züge meistens rausfiltert, die sehe ich nicht als Option. Aber ich habe natürlich gesehen, dass ich jetzt hier Sprengerschicht e4 drohe und schlagen und dann Sprengerschicht e4. Schön, das ist relativ kompliziert. Ich weiß nicht, was der beste weiße Zug ist. Ich dachte, ja, ich auch nicht. Du kannst vielleicht schlagen hier erst mal. Und jetzt. Ich höre nicht zu sehr mit. Kompliziert Varianten langweilen. Zum Beispiel Dame A5 habe ich überlegt. Schlägt, 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 schlägt. Doppelangriff. Aber ich habe schon eine Figur ins Geschäft gesteckt. Das sah sehr schwierig abzuschätzen aus. Da habe ich hier, ich weiß nicht, ob ich den Turm schlagen kann oder der Läufer. Also, auf jeden Fall den Springer tauschen. Auch um ihn nicht einstellen zu können, wäre logisch gewesen. Oder diesen Bauern abfahren mit kurzer Rochade. Aber es war natürlich ein bisschen gemein, dass ich hier mit Läufer B4 gleich Druck mache. Andererseits, ich spiele ja nur die Stellung. Ne? Ich versuche halt, sinnvolle Züge zu machen. Was soll man tun? Ja. Läufer D2, das ist ja, du löst das eine Problem, aber machst damit ein größeres auf. Ne? Also ja, da habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass die Dame den Springer da dann nicht mehr... Ich habe nur dran gedacht, dass wenn ich jetzt nicht den Läufer spiele, also wenn ich nicht aus... Ja, ich habe gar nicht dran gedacht, aus der Gefahr zu rochieren, habe ich nicht dran gedacht. Ja, also ich stelle schon relativ kompliziert, aber Rochade. Oder eben, was ich gesagt habe, hier Springer tauschen, Bauern vor. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Jetzt könnte ich hier diesen Mittelbauern schlagen. Ja, bleibt sehr kompliziert, hier Computer, so ein kleiner Vorteil für. Also das wäre alles noch in Ordnung gewesen. Aber okay, ist schon ein relativ komplexes Problem. Aber jetzt als Bundestrainer mal gesprochen. Also ich gucke dir ja oft zu, wenn du da deine komischen Leute da in deinem Stream alle fertig machst und so weiter, da sind ja auch mal Leute dabei, mit denen du dann ins Endgame kommst. So, ja, die sind ja auch noch weit unter manchmal deinem Elo, aber die müssen ja trotzdem irgendwas schon so weit richtig machen, dass sie es überhaupt so weit schaffen. So weit komme ich ja gar nicht. Ich komme ja zu dir, wir hatten vielleicht zweimal ein Endgame, wenn überhaupt. Komme ja gar nicht so weit. Es ist ja schon meistens, weiß ich nicht, ich hab jetzt keinen Durchschnitt, aber ich würde mal sagen, im Schnitt nach Zug 7 Feierabend. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wir haben das Thema ja schon häufiger. Also, ich glaube, es ist nicht so ein auswendig Lernproblem, aber du versuchst halt auch immer noch sehr, sehr häufig kreativ zu spielen. Am Anfang mich irgendwie zu überraschen, so, ey, was ist, wenn ich den Springer mal dahin stelle, damit rechnet er nicht. Nein! Das ist mir meistens kein Gefallen. Ich versuche schon lange nicht mehr kreativ zu spielen. Ich versuche wirklich einfach nur das zu befolgen, was du mir gesagt hast. Ich versuche seit Dutzenden Spielen meine Bauern zu schützen in der Mitte. Aber dir fällt halt immer wieder was Neues ein. Ich bin ein Teufel. Ich sag dir, mal hier, Springer raus, dann den Bauern vor in der Mitte und dann mit dem Springer zurückschlagen. Dann den Springer raus. Das ist am einfachsten, das ist der sogenannte offene Sizilianer. Ich mache irgendeinen Zug, gehe die Spiele meistens so. Jetzt Bauern vor, so, so. Natürlich ist es auch kompliziert, aber hier hast du mit dem Läufer noch nicht festgelegt. Dann den Springer raus, dann den Läufer raus, wohin es passt. Und kurz noch gerade, da bist du erstmal relativ safe. Aber es ist halt, Schach ist groß und ich weiß, es ist viel Schissel, aber das ist der einfachste Weg. So wie du gespielt hast, ist auch nicht schlecht. Sprenger nach C3 macht ja weniger Druck aufs Zentrum. Das erlässt er ja manchmal über Sprenger C3. Aber das Hauptproblem ist halt, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Wieder die gute alte Mustererkennung. Ne? Also bei mir ist halt Kopf eingespeichert. Okay, der Läufer kann da nicht hin, weil dann schlage ich den Springer. Also vielleicht ist es Taktiktraining. Einfach ein bisschen bessere Boardvision kriegen, den Überblick kriegen. Welche Figuren sind halt wie gedeckt. Die Wahl ist halt, Schach ist super kompliziert. Also man braucht hier 10.000 Stunden im Idealfall jung sein. Du hast ja schon die eine Gewinnstellung, womit ich nicht gerechnet habe. Also eigentlich bist du ja schon over, hast du schon overachieved. Nee, da warst du ja nicht bei Herr der Sinne.
Das sehe ich nicht. Außerdem, wenn man es nur einmal schafft, ist ja, also, das ist ja dann auch Glückssache. Man muss es ja beweisen, dass man da nochmal hinkommen kann. Und seitdem ging es ja nur noch bergab, weil du dir fest vorgenommen hast, das nie wieder zuzulassen. Und die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass du irgendwann wieder in Thailand besoffen mit mir Schach spielst. Das ist die einzige Chance, dass ich da so nochmal was. Ich muss wieder besoffen nach Thailand. Das ist ein guter Plan. Kann ja. Rocket Beans nicht mal, weil das ist ja auch Content, den die auch brauchen hier für Partie 150. Mich besoffen nach Thailand schicken? Also ja, aber dann sollen sie mich mitschicken. Kann ich mitschicken, absolut. Ich denke, das ist vielleicht die Lösung auch in dieses Format. Kann das machen. Du hast übrigens, du hast 1200 Zuschauer, das ist die Startseite. Aber gut, ich bin ja in letzter Zeit, es geht rapide bergab, ist die Startseite. Aber ich dachte, wir haben so 500.000, hätte ich gedacht. Also für Partie 100. Hä, 500.000 hat niemand in Deutschland. Was? Ja, noch nicht. Aber Partie 100. Ja. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, heute kommt die Fame. Nix. Ja, ich finde 1200 für Schach mit deiner Personality. Ich meine, jetzt müssen eigentlich noch ein paar Beleidigungen abkommen. Ja. ja. Twitch-Grind ist auch nicht mehr was immer war. Wie läuft bei dir? Ich verfolge es nicht so. Bist du Twitch-Rich jetzt? Ich bin Twitch-Rich. Ja, ich habe ja mein Ziel, wird ja immer eingeblendet, 50 Millionen Subs, da bin ich noch ein bisschen von entfernt. Aber du kennst mich ja, ich bin einer, der immer nach den großen Sternen greift und dann enttäuscht ist, dass er es nicht schafft. Das ist mein Lebensmotto. Okay. Das ist eigentlich egal, wo es ist. Ich spiele jetzt einmal die Woche Tennis und habe neulich meinen Tennistrainer herausgefordert. Aha. Und das hat sich so, also emotional war das ähnlich wie hier mit dem Schach. Hast du ein Side-Projekt, 1000 Tennis-Matches? Naja, ich habe gesagt, es muss doch machbar sein, dass ich wenigstens mal irgendwie so ein Spiel gegen ihn gewinne. Und hat er gemeint, nö. Und dann habe ich gesagt, ja komm, lass mal machen. Und dann hat er vier Asse geschlagen. Bei allen Spielen. Ja, vier Asse gespielt und dann habe ich gesagt, oh, alles klar, der ist ja ganz schön schnell, der Aufschlag. So, einmal habe ich einen Aufschlag aber rübergekriegt und dann hat er einfach den Ball komplett in die andere Ecke gezimmert und dann habe ich auch gedacht, so, leck mich am Arsch. Nö, ansonsten alles wie immer. Erfolgreich. Heute Fußball. Wer spielt? Ich bin ja nicht so Fußballtyp hier. Heute spielt, wer spielt denn heute? Holland spielt gegen Dingenskirchen hier und heute Abend natürlich das Match, da freue ich mich drauf. Österreich gegen Türkei. Niederlande gegen Rumänien heute noch. Wo ist. Ah, ne, ist in Leipzig, ne? Österreich gegen Türkei. Durch die. Weiß ich gar nicht, wo das ist. Aber irgendwo. Leipzig, Türkei. Aber ich glaube, das wird. Also in meinem Kopf wird das ein ziemlicher Klopper. Also das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und bis dahin werde ich jetzt noch ein bisschen Elden Ring spielen. Nice. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Elden Ring. Ich werde ein bisschen Title Tuesday spielen. Ist auch immer großer Spaß hier für alle Beteiligten. Weil da ist für mich pures Leiden. Ich verliere sehr viele Partien, bin dann sehr schlecht gelaunt, jammer darüber. Früher war ich so gut im Blitzschach, aber jetzt bin ich alt und ist so gemein. So läuft es eigentlich jedes Mal. Also, ganz fantastisch. Ganz kurz, kannst du noch, weil du jetzt so fame bist gerade auf der Straße, kannst du noch ein bisschen, kann ich noch ein paar Sachen hier platzieren? Ich glaube, die schreiben, man soll nicht so viel Werbung machen auf der Startseite, aber ich denke, bei dir ist es in Ordnung. Weil also was haben wir Neues? Ja, folgt mir bei Twitch, Twitch.tv, Ede Live. Ich habe einen YouTube-Kanal, Grumpy Ede. Ich bin übrigens der Typ früher, Giga, Game One, diverse Formate. Ihr habt mich bestimmt schon mal, ihr kennt mich. Wenn ihr mich seht, kennt ihr mich. Ich bin der Typ, der auch in dem Meme da mit, wie heißt der? Der Popsänger? Ich kenne ihn aus Drugs. Nee, der Popsänger, Mark Foster. Ich bin der Typ, der aussieht wie Mark Foster. Ihr kennt das Mark Foster-Meme, wo alle Typen Baseball Cup, das bin auch ich. Folgt mir auf Twitter, Instagram, Etienne2Go. Podcast ohne richtigen Namen, sehr lustiger Podcast. Jo. Das war's schon, oder was? Nee, ich kann noch weitermachen. Okay, ich habe noch Verbrechen ohne richtigen Namen Podcast. Hast du Patreon? Kann man dich irgendwie unterstützen? Ja, patreon.com/podcast ohne Namen. Rocket Beans noch nicht genannt, lässt tief blicken. Ja, Rocket Beans, ja, da gehe ich davon aus, dass jeder kennt. Rocketbeans.tv ist natürlich mein Main-Server, bestimmt mal von den Rocket Beans gehört, die tollen Bohnen mit den lustigen Formaten hier, Rocketbeans.tv.
Okay. Alles klar. Stark, danke. Haben wir es geschafft. Dann viel Spaß jetzt beim Tuesday, Title Tuesday. Willst du jemanden grüßen? Nils Bomhoff würde ich gern grüßen. Nur noch Nils auf Twitch, ne? Das ist beeindruckend. Ja. Es ist so. Alles klar. Bis dann. Okay, tschüss. Viel Spaß. Okay, ciao. So, Leute. Jetzt, das war's mit Es bleibt spannend. Sekunde. Du musst das alles, oder wartet hier?